Hallo, hallo, ihr Schnubbis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Western Passion mit Fee. Wir haben hier wieder ein paar kleine Terminchen und aber als erstes gucken wir mal zum Postfach rein und ja, es tut mir leid, ich habe schon wieder so viele private Nachrichten und ich werde es auch versuchen, dass ich die heute oder morgen noch beantworte. Also heute wird schlecht, weil heute bin ich wieder im Stall. Heute meine ich jetzt mit Dienstag, ne? Ihr wisst ja, ich nehme maximal einen Tag vorher die Folgen auf, manchmal auch ein paar Tage vorher, aber normalerweise so ungefähr einen Tag vorher. Und dienstags bin ich immer im Stall, definitiv dienstags und dann wahrscheinlich noch einen zweiten oder dritten Tag, je nachdem, wie ich es dann zeitlich hinbringe. Deswegen, also heute wird es wahrscheinlich nichts mit der Beantwortung der Nachrichten und ich weiß, dass die mit Sicherheit auch schon wieder 10 Tage alt sind. Aber ja, ich habe euch ja das letztens mal erklärt, warum, wieso, weshalb. Und ich bin gerade noch ein bisschen so am Aufarbeiten und dann bin ich aber auch wieder voll da. Das heißt, wenn jetzt hier noch irgendwie Verkäufe drin sein sollten, dann tut es mir echt leid. Ich habe ja gesagt, das mit dem Hashtag ist immer super für mich, damit ich das schneller finde als in den Nachrichten. Das heißt, es kann gut möglich sein, dass es bei den Nachrichten halt dann nicht sofort und auf der Stelle von mir berücksichtigt wird, ne? Halt, ich wollte ja eigentlich zu den Nachrichten rein, zu den Systemnachrichten. Ja, Shire hat Platz 15 in Trail belegt. Das ist cool. Das finde ich richtig toll. Ich glaube, da haben wir nämlich auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Oder? Nö, leider nicht. Schade. Aber ich habe in letzter Zeit einfach nichts aufs Sparbuch gelegt. Ich habe das alles da drauf gelassen, deswegen haben wir so viel Geld. Dann, was wir noch haben, und da muss ich sagen, Dankeschön an Perlino Girl. Perlino Girl hat mir 3 süße Pferdis verkauft. Und natürlich gucken wir uns die jetzt auch gleich mal an. Wir gehen einmal hier durch die Pferdis durch. Manche sind ja schon wieder fertig, weil ich so brave Reitbeteiligungen habe. So, Shaya lassen wir jetzt nochmal spazieren gehen. Und dann Dancing Queen ist fertig, ist ja trashig. Dancing Queen ist trächtig, nicht trächtig. So, das ist Fredonia. Ich habe gerade irgendwie echt voll den Hänger. Ich glaube, ich müsste mal Zungengymnastik machen und dann neu anfangen. So, also, ich fange jetzt doch mal ganz in Ruhe an. Das ist Fredonia. Das ist eins der Pferdchen, die wir von Perlino Girl bekommen haben. Dankeschön, Perlino Girl. Fredonia ist in Reining in TK2 begabt. Trail hat sie zwar nur TK1, aber sie ist so ein super süßes, knuffiges Mustang Dunskin Overo Stütchen. Also eine ganz, ganz tolle Farbe. Und sie hat auch schon echt schöne Nachkommen bekommen. Also sie hat ein Doppel-Dun-Gen, sie hat das Cream-Gen und sie hat das Overo-Gen und ich finde sie einfach nur verdammt schick. Und ich werde sie jetzt auch gleich mal decken lassen, denn wenn wir sie jetzt decken lassen, dann kommt das kleine Pferdchen zur rechten Zeit, nämlich im nächsten, ja, so, von fremden Hengst decken. Nee. Wir wollen eigentlich zur Zuchtgemeinschaft dann. Ja, das machen wir dann gleich. Okay, das müssen wir uns merken. So, wir können hier ein bisschen trainieren mit Fredonia. Und dann müssen wir hier Leos Cool Girl, hat ein bisschen eine Schramme, müssen wir noch so fertig machen. Leos Cool Girl ist auch eine der 3 Pferdchen, die wir bekommen haben. Ein Mustang in der Farbe Perlino Blanket with Spots. Und der hat also so kleine süße Pünktchen auf dem Popo. Total knuffig auch. Und auch mit 5,4 prämiert. Doppel Cream Gen und ein Leopard Gen. Und auch schon echt schicke, süße Fohlen bekommen.
Also wirklich, wirklich toll. Und die könnten wir auch decken lassen. Die hat Pleasure TK1. Also ja, ist jetzt nicht unsere Hauptdisziplin. Aber wer weiß, vielleicht können wir uns ja auch noch irgendwann mal in einer anderen, zum Beispiel in Raining oder so, spezialisieren. Wir müssen ja nicht nur auf einem bleiben. So. 10 Minuten, dann trainieren wir doch noch ein paar Grundlagen mit Leos Cool Girl. Da haben wir unsere Bianca, die ist schon durchgemacht, die ist schon fertig. Und das ist Adelaide. Das ist das dritte Pferd, was wir bekommen haben. Dann werden wir mit Adelaide mal kurz ein bisschen trainieren gehen. Und Adelaide ist nicht prämiert, aber schon zur Prämierung angemeldet. Hat auch ein Cream-Gen. Und hat ein Doppel-Leopard-Gen. Adelaide ist ein Mustang, ein Smoky Black mit Few Spots. Also mit wenig kleinen süßen Pünktchen. Auch eine Stute und 5 Jahre, 4 Monate alt, war aber bisher noch nicht bei der Prämierung. Ja, gut, kein Problem. Vielleicht haben wir nicht eigentlich einen von eigenem Hengst decken? Ja, doch, wir könnten sie von Sherry decken lassen. Wollen wir das jetzt einfach mal machen? Komm, wir lassen sie mal von Sherry decken. Ja. Ja, weil sie ist ja nicht prämiert, dann weiß ich nämlich nicht, ob ich sie bei der Zuchtgemeinschaft decken lassen kann. Also werden wir sie jetzt einfach mal von Sherry decken lassen. Mal gucken, was da rauskommt. Mit Sicherheit auch was Süßes. So. Aira. Aira ist fertig. Kelly muss noch hier fertig gemacht werden. So. Genau. Kelly ist jetzt aber soweit auch fertig. Das ist unser Black Tiger, der jetzt eigentlich auch mal wieder ein bisschen trainiert werden sollte. Gut, der nächste. Da ist Sherry. Sherry ist fertig. Die Nameless, die sind auch alle trächtig. Die sind alle so im letzten Stadium. Oh, Smokey. Smokey geht's nicht so gut. Aber ist auch nichts, was man nicht mal so kurz behandeln könnte. Ja, ich habe noch nicht geguckt. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich einfach noch so nebenbei noch machen muss. So Tierarzt und solche Sachen. Da habe ich noch nicht geguckt. Das machen wir dann zum Schluss noch, wenn ich irgendwas übersehen habe. So. Magic. Ist Magic eigentlich trächtig? Nee, Magic ist nicht trächtig. Ah, wir müssen Magic auch noch hier tragen. Also nicht tragend machen. Ach, ich bin gerade irgendwie. Ich habe echt gerade voll den Hänger. Aber ihr kennt mich ja auch so, dass ich da ein bisschen crazy bin. Also von dem her ist das ja nichts Neues für euch. Okay, dann gehen wir doch mal zur Zuchtgemeinschaft. Zuchtgemeinschaft. Und zu unseren Perfect Mustangs und gucken mal, schauen wir mal, was wir da so für hübsche Pferdchen haben. Wir hätten trotzdem gerne einen mit Trail-Begabung. So, also wir könnten den 2 Minutes to Midnight mal wieder nutzen. Den haben wir aber schon echt oft gehabt, ne? Schneegold finde ich eigentlich auch total toll. Nightdreamer. Ach, ich nehme den Nightdreamer mal wieder. Ich nutze den jetzt mal wieder. Und zwar, für wen nehm ich den dann? Für Leos Cool Girl vielleicht mal? Ja, machen wir. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe jetzt hier noch keine Zuchtübersicht erstellt, so wie in Equine Passion. Das heißt, ich werde jetzt gerade echt mal so auf gut Glück hier züchten. Einfach mal so zwei lustige Farben zusammen kombinieren und mal gucken, was dann an Kuriositäten rauskommen. So, Nightdreamer hatten wir ja. Dann Perfect Day to Die, der ist auch cool. Das sieht auch echt toll aus, ne? Der Pure Silver Soldier ist auch schön. Den will ich auch haben. Den nehme ich mal, für wen nehme ich den jetzt mal? Ich will Shaya eigentlich nicht mehr decken, sie ist schon 18 Jahre alt. Den nehme ich doch mal für Hope. Ja. Wir nehmen den jetzt mal für Hope und dann
gehen wir nochmal zurück. Mensch, das finde ich so genial, dass das bei Western Passion eigentlich richtig schnell geht. Nicht so wie bei Equine Passion. So, wen haben wir denn noch? Hier, wer ist denn noch schön? Einen brauchen wir noch. Story of My Life ist eigentlich auch ein hübscher, ne? Oder der Caving In. Wer hat da die bessere Chörnote? Der Payaso ist auch cool. Payaso hat gewonnen. Payaso nehmen wir für Fredonia. So, ja, Decken. Juhu. Ich weiß, das war jetzt nicht unbedingt so laut Lehrbuch. Das war jetzt eher so ganz schnell und unspektakulär. Einfach, der gefällt mir und zack, bumm, fertig, ne? Nehmt euch nicht immer nur ein Beispiel an mir. Ich bin manchmal auch ein schlechtes Beispiel, muss ich schon e ehrlich sagen. Aber okay. Ihr könnt mir ja super gerne mal sagen, ob ihr momentan so einen Lieblingshengst habt, den ihr gerne zum Züchten hernehmt, weil ich brauche ja auch wieder ein paar Zuchthengste, ne? Ich meine, es kommen demnächst ja die Fohlen, die ja leider dieses Mal nicht zur Fohlenschau können, aber wir müssen dann auch Mitte Juli gleich züchten, weil dann kriegen wir es hin, dass es vielleicht noch so funktioniert zum nächsten Mal. Das heißt, ihr könnt mir gerne mal, wenn ihr Mustang-Zuchthengste habt oder irgendwo gefunden habt, die momentan echt toll sind und eine super, super schöne Farbe haben, schreibt mir die einfach unten rein mit einem Link in die Kommentare und dann kann ich mir die auch super gerne holen und dann verwenden. So, jetzt sind wir hier also eigentlich durch und ich muss jetzt ehrlich sagen, das Einzige, was ich vergessen habe, ist, dass wir unsere neuen Pferde gerne in unseren eigenen Stall stellen würden. Dienstleistungen ändern. Ach nein, das geht ja hier wieder anders. Das geht ja hier wieder anders, nämlich so. Pferd einstellen, Fredonia. Genau. Zurück. Dann haben wir noch mal ein bisschen was frei. Leos Cool Girl. Ja, passt. Und wir haben noch mal was frei. Da kommt dann Adelaide rein. Perfekt. Jetzt haben wir unseren Stall voll. Aber wir zahlen halt auch nichts. Das ist super cool. Okay, dann das ist jetzt mal fertig. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur eines zu sagen, und zwar, dass wir noch einen Verkauf hier haben von der Elisabeth Winterfeather. Da ist sie auch schon. Die hat Pferdchen zu verkaufen. Und zwar eigentlich zwei. Aber ich sehe jetzt nur noch eins hier. Möglicherweise ist dann Sandfee schon verkauft. Also My First Lady hat sie noch. Ah, oder Sandfee ist das Fohlen. Ich guck mal. Also auf jeden Fall ist hier ein Mustang, ein Dun-Leopard-Stütchen, 11 Jahre alt. Mit Papieren natürlich. So. Reinrassige prämierte EKH-freie Mustangstute und Hengstfohlen. Fohlen schon zur Fohlenprämierung angemeldet. Preisvorstellung 8.400. Ich muss ja ganz persönlich sagen, ne, die ist bildschön. Die ist wirklich, wirklich bildschön. Hat hier den Rücken gut und den Halsansatz gut. Und Fähigkeiten gucken wir jetzt nochmal. Trail auf einem echt guten TK3-Niveau. Zucht. Gucken wir. 5,1 prämiert. Und sie hat schon richtig hübsche Fohlen gebracht. Oh, der First Silver Boy ist ja voll schön. Den muss ich mir jetzt mal angucken. Sorry, aber da muss ich jetzt rein. Ein Silver Dapple Bay Warnish Roan Hengst. Wow. Und da ist es auch so schön, dass zwei Füßchen schwarz und zwei Füßchen weiß sind. Krass ist der lecker, schmecker, toll, süß. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der ist einfach nur toll. So, sie hat einmal Leopard-Gen. Sie hat einmal das Dun-Gen. Und
ja, 5,1 Primierung, habe ich schon gesagt. Exterieur von 7,1 und Interieur von 5,6. Eignung für Trail mit 3. Hat sie denn schon Erfolge? Nö, hat sie nicht. Okay, dann gucke ich jetzt mal ganz kurz noch das letzte Fohlen an. Der Lucifer steht nämlich noch bei ihr. Der Lucifer ist auch erbkrankheitsfrei, ist ein Solid Dun Mustang Hengstchen, 3 Monate alt. Ist aber auch hier der Rücken gut, die Hinterbeine sind nicht schlecht. Und Fähigkeiten: Trail TK3, Zucht, soweit Farbgene alle getestet. Hier hat er das Dun-Gen. Ja, Erfolge brauche ich nicht gucken bei einem Fohlen. Also beide zusammen 8000 noch was, ne? Lasst mich jetzt mal nochmal gucken zu My First Lady. Hier, 8400 kosten die beide zusammen. Das, muss ich sagen, ist ein starker Preis. So, das war's jetzt auch schon wieder. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles, alles Liebe und danke, dass ihr hier dabei wart und dass ihr zugeschaut habt. Und natürlich könnt ihr mir wieder so einen kleinen Daumen nach oben da lassen. Das macht ihr ja eh immer, aber trotzdem. Und wenn ihr das erste Mal hier bei mir auf dem Kanal seid, auch super, super gerne ein Abo, damit ihr mich nicht verpasst. Und dann gibt es hier noch 2 andere Projekte von mir und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!